Willkommen zurück, meine Lieben. Ich musste schnell wieder aufnehmen, weil mir natürlich ein paar Freunde zu Besuch kommen. Hier sieht man ja gerade. Das ist der Freddy. Das ist der Peter. Und da hinten kommt auch schon der Heinz zu Besuch. Das ist ja lieb. Huha, ich dachte, der vergisst heute den Tag der Tage. Was weiß ich, was heute für ein Tag ist. Tag des Hero Brines wahrscheinlich. Den feiern die Zombies natürlich als allererstes. Oh, was machen denn die Skelette da? Habt ihr das gesehen, Freunde? Die haben sich gerade übelst abgesprochen. Geht weg. Geht weg. Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Ein kleines, kleines, süßes Mädchen. Oh, die bekriegen sich gerade gegenseitig. Mach ihn fertig, hau ihn um. Yeah, komm, wetten, Geld wetten. Juhu. Na? Oh, der schießt trotzdem auf mich, der Penner. Komm, Skelett, töte ihn mal jetzt endlich. Was ist denn los mit dir? Ah, der Zombie geht auch noch drauf. Ah, was eine Schlacht. Ja, fast wie bei 300. Yeah. Gegeneinander aufgehetzt. Wenn das nicht gut war, dann weiß ich auch nicht weiter. Immer Hass schnüren. Ah, wir gehen mal hier lang. Da kann man sich noch das Ding hier mitnehmen. Nee, den wollten wir stehen lassen. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Alter Verwalter, am Arsch. Da. Nein, nicht du. Alles, nur nicht du. Alter, alter, alter. Obwohl, der ist noch nicht so schlimm. Aber der ist ekelhaft. Huha, hu. Ja. Na, komm, komm, komm. Jawohl. Boah, hat er bei wenig ausgehalten irgendwie. Scheiße, wie soll ich denn da vorbeikommen? Habt ihr euch mal die ganzen Skelette da drüben, die ganzen Werwölfe da angeguckt? Das ist ja nicht mehr feierlich hier irgendwo. Vor allem, weil wir so tolle Sachen auch einstecken haben, ne? Da wäre Sterben jetzt nicht so geil. Gerade sind sie wieder weg. Ja, komm schon. Nee, irgendwie sind sie wieder versch... Ah, da hinten links sind sie. Die sind gewandert. Haut euch mal den Enderman rein, wie krass. Oh nein, warum hat er mich gesehen, Alter? Nein. Nein. Und da hinten ist auch so ein riesengroßes Kampfskelett. Sieht man jetzt leider gar nicht. Man erkennt es aber auf der Karte. Versteckt sich hinter dem Baum, die Sau. Macht nie dafür Liebe. Oh ja, romantische Liebe. Ja. Und da kam natürlich ein Ei raus. Natürlich, was denn auch sonst. Und noch eins. Ganz schön paarungsmütig hier unsere Enten. Muss man echt mal sagen. Wir haben wie viele Eier? 11 Stück. Wow, das geht ja schon übelst voran. Und so wie ich das Gefühl habe, kommt jetzt hier gerade nur noch mehr. Wasser! Gut, ist auch geil, ne? Wenn man mal so eine Art Insel oder sowas bauen will. So eine eigene. Mit irgendwas drauf, was weiß ich. Kann das schon echt geil was werden? Verfolgt uns irgendwas? Nein. Hab ich mich gerade erschreckt. Alter, Hilfe. Mach ich mal ein bisschen Licht an. Oder beziehungsweise ich halt einfach mal die Fackel in der Hand. Da haben wir ja Licht. Boah, ist die Mauer riesig. Ich glaube, ich esse mal gerade noch einen Apfel. Oh, hier drüben geht aber auch ganz schön Action ab. Hier hätte ich nicht erwartet. Wir müssen die Karte irgendwann mal ausleuchten. Und ich glaube echt, dass jetzt Herobrine auch wieder in den Mauern kommen kann. Das ist natürlich jetzt... Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen soll oder ob man weinen soll. Was ist denn hier passiert? Eieiei. Moment, das flicken wir gerade. Habe ich Steine dabei? Ich glaube nicht. Nee, ne? Na gut. Dann macht das ja keinen Sinn. Nee, habe ich nicht dabei. Okay. Dann halt nicht. Ah, Ecke ist erreicht. Gleich müsste aber auch Land kommen, also es kommt jetzt nicht nur Wasser. Moment, sieht man da was auf der Karte? Ja, man sieht natürlich nur Wasser, weißt du? Nicht noch so voll stark. Ja, da kommt gleich noch schön Land und so. Na, da kommt's doch schon langsam, man sieht's. Ah, Hilfe. Man sieht es doch. Ja, wie weit ist das so auf der Karte entfernt? Also, wir können es schon sehen, aber irgendwie... Okay, Zoomstufe zweimal. Wieso mich denn da raus? Plus, Minus vielleicht? Eben, gerade habe ich was gemacht, aber ich weiß nicht was. Oh mein Gott. Nein, ich habe dir schon wieder in die Augen geglotzt. Alter, das gibt's doch gar nicht, ne? Ich habe das irgendwie voll nicht... Oh mein Gott. Ja. Wer hatte die dumme Idee, um die Mauer zu laufen? Tja, was mache ich denn da jetzt? Komme ich doch niemals im Leben vorbei. Hier sind zwei Wölfe. Skelett. Wolf, Spinni, 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 Spinni. Oh, noch ein schwarzer Pegasus, alles klar. Ein Skelettreiter, na super. Und das baut noch immer mehr. Ja, das... Komme ich da irgendwie vorbei? Irgendwas läuft auf mich zu, oder? Aha, die Zombies kommen schon. Okay. Müssen wir schon mal anfangen auszuleuchten. Damit nicht so viele spawnen. Ha.
Alter Verwalter, ne? Da kann man doch eigentlich noch sterben irgendwo. Wir werden aber auf jeden Fall versuchen, um die Mauer herumzukommen. Zumindest jetzt gerade mal Erfolge. Mal gucken, ob wir das überhaupt annähernd schaffen. Gerade bin ich da anderer Meinung irgendwo. Ja, man weiß ja nie, ne? Was ist da im Wasser? Ah, eine Ente. Okay, ich wollte gerade Panik kriegen. Aber alles ist gut. Also wenn ja auch eine Ente sich rumtreibt, dann kann es doch hier nicht so gefährlich sein, verdammt. Oder? Ah, huhahu. Das ist zumindest mal meine Meinung gerade. So, Fackeln hinsetzen. Ja, das Skelett wird mir Schwierigkeiten bereiten. Weil ich an den schwer rankomme. Aber es bleibt mir anderes übrig, ne? So, zwei Spinnis. Hätte ich jetzt einen Bogen dabei, wäre es natürlich geiler. Natürlich kommt die Spinne gleich mit, ja natürlich, klar. Ich muss versuchen, wenigstens schon mal die Spinne zu töten. Wenn die Spinne hochkommt, dann greift er, glaube ich, jawohl. Sehr schön, Spinny, geh drauf und jetzt ich, bam, Vendetta, Baby, Vendetta. Ja, gegeneinander aufhetzen ist doch schon mal eine Idee. Ah, zum Glück wird's Tag, ne? Zum Glück wird es Tag. Komm, gegen diesen schwarzen Pegasus kämpfen. Da hinten sind so Golems, die sind alles andere. So ein Skelett drauf? Ein Zombie? Ja, Tatsache. Krass. Wann können die denn sowas steuern? Wusste ich gar nicht. So, die sind übelst gefährlich, die Mistviecher. Also die würden uns, unsere Mauer locker platt kriegen. Da haben die kein Problem mit. So, fallen die Skelette da rein? Nee, machen die ja nicht mehr, ne? Scheiß KI. Verdammt. Da ist es. Dann schmeiße ich dich da rein. Okay, kommst bestimmt eh wieder raus. Aber es war ein Versuch wert. Ja, er kommt wieder raus. Geh weg. Jawohl, er ist gestorben bei der Aktion. Schön. Das war Aktion Mensch. Aktion Skelette. Es wird Tag, Dann kann ich noch mal was essen und dann dürfte ich doch gut überleben. Sag mal, sterben die Golems eigentlich auch am Tag? Gerade sieht's ja nicht so aus. Kriege ich hier vielleicht... Jawohl, ich krieg den Creeper angelockt. Bam! Taktik, Baby. Irgendwie fühlt sich das Spiel gerade so an wie Gothic 2 oder so. Muss man echt mal sagen. Auf der rechten Seite kämen die Zombies, aber die verrecken da schon. Schön. Hier auch. Aber die Golems wohl weniger. Okay, passt mal auf. Die versuchen wir jetzt echt mal zu töten. Weil die können auch geile Sachen hinterlassen. Also so ein Diamantblock wäre schon mal möglich. Kriege ich den einzeln? Komm her, Baby. Komm zu Papa. Komm. Ja, komm her. Komm. Komm her, Baby. Ich will bestimmt dir Pan. Ich stehe auf deine Stoßzähne. Okay. Wieso kommen die denn nicht? Ja, jetzt. Nein. Penner! Yeah! Alter! Ich hab Angst, dass er mit seinem Hammer mal ordentlich zuschlägt, dann sehen wir scheiße aus. Okay, ich gebe zu, der war jetzt gerade nicht beeindruckend. Sind die schwächer geworden? Oh, das Skelett müsste mal auf mich schießen. Nein, Mist. Ich habe mich gerade erschreckt. Verdammt! Verdammt! Nein! Ich muss von der Mauer weg, Alter! Der wäre fast auf das Skelett draufgegangen, leider, aber ich hab's mal wieder voll verkackt. Die haben gar nichts gedroppt, die Säue. Was soll denn das? Da holen wir uns noch gleich die Kohle. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn ich das Skelett klein kriege. Ja! Ja, geh drauf, geh drauf. Jawohl. Schön, 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 schön. Was sind denn hier für komische Löcher in den Böden drin? Komisch. Unerklärlich vor allem. So, schön, her damit. Okay, das ist doch geil. Jetzt können wir mal weiterlaufen. Wir haben die Gefahr echt überstanden, ich hätte es kaum geglaubt. Beziehungsweise, es ist ja unglaublich gewesen irgendwo. So, was kommt jetzt? Aha, da hätte es noch eine schöne Insel. Da könnte man sich natürlich auch noch mit der Zeit umgucken. Ist das ein Herobrine? Ja, es ist ein Herobrine-Schwein. So, was ist da? Da sind nur normale Bäume und sowas, schätze ich mal. Kommt jetzt hier eine Wüste oder was kommt da? Okay, aber was auf jeden Fall auffällig ist, wir sind auch nicht mehr drinnen sicher. Verdammt. Ich habe das eben gerade wieder, ist mir wieder eingefallen, weil ich da dieses Herobrine-Schwein gesehen habe. Das ist schon echt mies. Er hat eine Lücke im System gefunden. Nein, ein Whistleblower. Nein. Ist ja alles. Na okay, hier ist nur eine kleine Insel. Noch nicht wichtig, sage ich mal so.
Noch nicht so wichtig. Na, rennst du jetzt oder ist es laufen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Nein, er rennt, okay. So, Karte. Was sagt die Karte? Mega viel Wasser. Aha, hier wäre auch bei unserer Karte die Welt schon mal vorbei, sozusagen. Ach du meine Güte. Ist ja ein richtiges Meeresparadies. Da kann man ja echt unter Wasser mal so eine Welt bauen oder sowas. Wäre auch schon geil. Wenn man zum Beispiel hier unten... Och süß, eine Qualle. Süß. Also theoretisch kann man ja von der anderen Seite so einen Glastunnel nach unten bauen. Dann kann man hier eine riesengroße Unterwasserstadt bauen. Alter, das müsste auch schon krass kommen irgendwo. Wenn es denn so wird, wie ich es mir vorstelle. Hua, hua, hua. Oh, zum Glück hing er gerade in der Mauer fest. Denn ich war nicht auf meinem Schwertchen. Da willst du es drauf anlegen, oder was? Ne? Ja, Feigling, du. Kleiner Penner. Ich hab doch keine Angst vor dir. Was denkst denn du hier? Der lässt sich aber auch nicht besiegen. Ne? Der haut immer wieder ab, die Sau. Hat er mich vergiftet? Nachtsicht, okay. Er hat mir eher einen Buff gegeben, wenn man es mal so will. Huch. Say hello. Hello. Was war jetzt hier? Okay, nur ein Bewohner, der ja auch leider nichts fallen lässt. Schafi, rette dich, rette dich. Aua, wieso brenne ich denn? Alter, mein Essen, wow. Wow, wow, wow. Jetzt bin ich gearscht, ne? Muss man wirklich mal so sagen, wie es ist. Au, 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 au. Komm mir bitte nicht wieder so an mit deinen Explosionen und so ein Scheiß. Nein, 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 nein. Dagegen bin ich allergisch. Die Bäume habe ich gemeint. Die habe ich gemeint. Die habe ich gemeint. Alter, und gerade ist hier Herobrine voll am Amok laufen. Das ist ja gar nicht schön. Komm, geh ab, verdammt. Ich brauche dich. Okay, da habe ich schon mal das hier. Das kann ich wegmachen. Denn ich brauche die Setzlinge. Habe ich die Setzlinge? Ja, ich habe zwei Setzlinge. Richtig geil. Wie ihr seht, die sind extrem schwer zu kriegen. Au. Oh, Zombies. Ja, mit Zombies komme ich gerade noch so klar. Das geht doch noch. Ich finde es cool gemacht, dass die am Tag nicht sterben können, wenn er die sich spawnt. Das ist schon spannend. Ich hoffe, ich kriege den Baum ab, bevor ich wieder angegriffen werde. Weil unser Essen hält ja auch nicht mehr ewig. Weil wir haben ja nur noch einen Apfel. Das ist ja... Oh, ich dachte, da kam schon wieder was, ne? Ah, mein Herz, mein Herz. Ich werde sterben. Oh yeah, darauf freue ich mich jetzt schon viel mehr. Weißt du, wenn man mit seinem Leben abgeschlossen hat, dann ist das Sterben nur noch halb so wild. So, der hat jetzt gar keine Setzlinge fallen gelassen, oder? Da, doch, hier oben könnte noch was sein. Ganz vorsichtig gucken. Nee, immer noch 5. Schade. Das ist halt das, was ich meine. Diese Schweine hinterlassen einfach manchmal keine Setzlinge. Und dann stehst du da, weißt du, ich habe mal vor, du hast nur einen Baum gefunden. Holst ihn gerade runter, also tust ihn gerade abholzen. Auf einmal lässt er keine Setzlinge fallen. Ja, was machst du denn dann? Da kannst du keine weiteren mehr pflanzen, dann ist vorbei mit der Geschichte. Oh, hier sollte ich raus. Hilfe, Hilfe. Sehr schön. Nehmen wir noch mit. Ich habe keine Ahnung, wie das Holz aussieht, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber wenn ich mir das jetzt so betrachte, eher so ein bisschen rötlicher. Kann doch mal was werden, da kann man doch mal ein bisschen kreativer sich im Haus entfalten. Oder in anderen Häusern, ich meine, wir bauen ja noch viel mehr. 11 Setzlinge, ja, sehr schön. Damit kann man schon mal leben, würde ich sagen. Oh, das ist ein schöner Baum. Deswegen machen wir ihn jetzt platt. Geh kaputt. Lass dir Zeit. Sehr schön. Dankeschön. Da war gerade ein Setzling auf dem Boden. Keine Panik, den hole ich mir noch. Das habe ich gesehen. Gesehen. So. Ein Dorf. Ein verdammtes scheiß Dorf. Kaum zu glauben. Kam daher vielleicht der Dorfbewohner aus unserer Stadt? Au, 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 au. Also, aber jetzt nicht das verfluchte Dorf, oder? Das ist doch das verfluchte Dorf. Also, wenn der schon gleich jetzt hier angerannt kommt, weil ich mich ein bisschen zum Dorf bewegen wollte, hab ich da schon eine dumme kleine Vorahnung. Dohohof, Dohohof. Okay, einen letzten Apfel habe ich noch. Wir haben so geile Sachen dabei, Freunde. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich vielleicht auch friedlich setze, wenn alle Stricke reißen. Hier war noch ein Höhleneingang. Nicht schlecht. Das ist auch noch so ein Baum, ja, ne? Dann holen wir uns den auch nochmal. Warum denn nicht? Oh, rechts ist ein Herobrine-Schwein. Ja, kritisch auf jeden Fall. So, ja, sehr schön. Den Baum holen wir uns natürlich auch noch. So viel Zeit muss sein, meine Lieben.
Okay, sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt ganz vorsichtig sein. Oh. Ah, okay, nee, der Creeper ist unterirdisch. Ich glaube, das Dorf sollten wir uns auf der Karte markieren. Oh, hier ist aber auch eine schöne Landschaft, ne? Krass, mit einem riesen Krater drin. Was ist denn hier passiert? Aber hier lebt noch ein Dorfbewohner. Die sollte man eigentlich... Wow, Alter, 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 nein. Alter, was ist da los? Was ist da los? Lauf, lauf. Ich gehe ja schon nicht zum Dorf. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich sterbe. Ich sterbe nicht. Alter Verwalter. Verpiss dich. Ich kann das Dorf nicht markieren, auch so gerne, wie ich es möchte. Oh, eine Raubkatze, wie schön. Ein Jaguar. Nein, nicht das Auto, das Tier. Kann ich jetzt mal ganz kurz? Wie markiert man nochmal? Dorf. Ist zwar nur grob, aber es wird reichen. Boah, scheiße, wir gehen drauf. Oh, ein Löwe. Ein Löwe sollte man sich auch nicht nähern. Das kann auch schlecht ausgehen. Wie man sich schon denken kann, wie in der Savanne. Wenn du da dich einen Löwen näherst und Hallo sagst. Ja. Glaube kaum, dass sie das so freundlich aufnehmen. Oh Mann, Hilfe. Hilfe. Weißt du, da sind wir nur um die Mauer herumgelaufen. Und uns geht schon so dreckig. Das ist doch schon der Wahnsinn, oder? Wow, was ist das denn hier Geiles? Schön sieht das aus. Aha. Hammer Biom auf jeden Fall. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist Hammer, wie sich das Biom bewegt in dem Outfit. Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Okay. Ja, jetzt über die Mauer springen wir auch geil, oder? So richtig James Bond Action, so von hier oben. So, yeah, I believe. Okay, das schaffe ich niemals. Das probiere ich gar nicht erst, auf gar keinen Fall. Oh Gott, wie lange dauert es noch, bis ich beim Tor bin? Wisst ihr, ist euch mal aufgefallen, wenn man hier so schwer verletzt ist und kurz vorm Verrecken und am Verhungern ist, dann ist ein Weg länger als sonst immer und es wird dunkel. Alles klar. Oh, Hilfe. Shit. Ah, ich mach dir nichts. Ich mach dir nichts. Ich mach dir nichts. Alles gut. Ja, er lässt mich am Leben. Sehr schön. Oh, was ist denn hier passiert? Cool. Uhuhu, ich will endlich nach Hause. Ich kann nicht mehr sprinten. Was soll ich denn jetzt tun? Da müssen wir halt sterben. Ach so, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das ist ja eine Blume, weißt du? Also langsam werde ich schon blind hier anscheinend. Oh, nö. Gut, du bist alleine. Aber wenn jetzt noch einmal hier Brian kommt, ich glaube, dann sind wir weg von der Bildfläche. Deswegen, ich muss echt sagen, ich halte jetzt noch mal ein bisschen spannend. Und scheiß auf, na ihr wisst schon, das andere da, was so möglich ist. Dieser friedliche Modus. Ist da Lava? Oh, nö. Da unten ist tatsächlich Lava. Ein kleines Fleckchen. Hier haben wir noch Eisen. Könnte ich jetzt abholzen, aber ich habe eh keinen Platz mehr im Inventar. Höh, Mist. Komm ich da noch nicht mal mehr drauf. So wenig Ausdauer habe ich. Verdammt. Aha. Oh, eine Ziege. Oh nein, oh nein. Ja, tötet mal jetzt einen Creeper, ohne dass du wegrennen kannst, ne? So, sehr schön. Fackel. Oh mein Gott. Hat er uns gesehen? Ha, keiner hat uns gesehen. Wie geil ist das denn? Yeah, Baby. Wir kommen übelst gut voran. Das hätte ich ja mal nicht zu träumen gewagt irgendwo. Gut, ich könnte eine Pilzsuppe machen. Fällt mir gerade mal auf, ne? Naja, egal. So, hier ist ein Pferdchen. Ist hier noch irgendwas? Noch nichts. Okay. Wir sind... Ich wollte gerade sagen, wir sind hier sehr friedlich, aber es sieht wohl nicht so aus. Ich will jetzt nach Hause, ne? Wir haben eh noch ein kleines Problemchen, denn das Tor ist zu jetzt, weil es dunkel ist. Ich hätte aber noch so einen Schalter einbauen sollen, ne? Alter Verwalter, da kommst du doch eh nicht mehr Leben vorbei. Mich verfolgen drei Spinnen, kann das sein? Ja, tun sie. Aua, was ist das denn? Ah, Ratten. Ah! Oh, ich muss... Okay, komm, Freunde. Das wollen wir nicht riskieren, auf gar keinen Fall. Nein, nein, alles gut. Das wollen wir nicht riskieren. Ich will mit den ganzen Sachen schön leben nach Hause kommen. Im besten Falle zumindest. So, gleich haben wir es ja geschafft. Also, man muss festhalten, wir wären wahrscheinlich gleich draufgegangen. Zumindest fast. Hätte schon sein können, ne? Kann man auch der Biene so einen Namen geben, das wäre auch total witzig. Irgendwann erstellen wir uns Turbo hier drinnen, wenn wir da drinnen mal eine Schnecke finden.
tun wir uns schön einzäunen. Wobei, kann man die eigentlich einzäunen? Ich weiß es gar nicht. Naja, gut. An einem Erdblock kommt sie wohl nicht vorbei. Oder so einer Mauer, genau. So, mal umgucken. Was zum Essen haben wir hier nicht wirklich. Rohes Schweinefleisch, kann man das essen? Kann man sogar. Aber nicht zu viel, weil man kann davon auch natürlich krank werden. Vor allem sollte man es im wahren Leben überhaupt nicht essen, ist ja klar. Aber ich meine jetzt hier so in-game. Okay, meine Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.